zusammen. Wir sind Lisa, Steffi und Chris, euer nationaler Vorstand. Wir hoffen, ihr seid gut aus den Semesterferien gekommen, habt vielleicht noch Klausuren geschrieben oder ein spannendes Praktikum gemacht oder seid vielleicht auch wirklich vollkommen erholt aus dem Urlaub zurückgekommen und jetzt motiviert und gestärkt in ein neues Semester zu starten. Ja, wir möchten euch heute mal einen kleinen Einblick geben in unsere Arbeit und euch vor allen Dingen auch informieren, was ist in den letzten Monaten so passiert und worauf könnt ihr euch in diesem Semester freuen. Steffi, magst du mal einen kleinen Rückblick geben? Für uns ging es auch nach Hannover zur ersten VSV 2013. Wir haben uns dort mit den Vorsitzenden der 17 Geschäftsstellen getroffen. Wir haben viel geredet, viel diskutiert und viel Spaß gehabt. Ein weiteres Treffen fand in Erfurt statt mit dem Aufsichtsrat. Hier haben wir über die strategische Ausrichtung des Vereins und Großveranstaltungen gesprochen. Chris, was gibt's bei dir Neues? Rick Benkeiser ist neuer nationaler Förderer. Wir sind sehr froh, ein weiteres Mitglied in unserem Pool gewonnen zu haben. Ja, und was gerade so ganz aktuell ist, letztes Wochenende haben wir uns mit dem nationalen Team zum Halbjahrestreffen hier in Frankfurt eingetroffen und haben über unsere Ziele, die wir am Anfang des Jahres gesteckt haben, gesprochen. Und wie dazu es so will, haben sich auch noch 30 Alumni hier in Frankfurt getroffen, was auch sehr große Synergieeffekte für die Abendgestaltung geboten hat. Oh ja, die war feuchtfröhlich. Egal, zurück zu den weiteren Veranstaltungen, die jetzt kommen. Wir fahren zum Beispiel jetzt am Wochenende nach Köln. Dort findet das Ressortleitertreffen mit allen Ressortleitern, Personal, Kommunikation und Beratung und Veranstaltungen statt. Und zudem seit langer Zeit wieder zusammen mit den Mehrwertbotschaftern vom Mehrwertteam. Da freuen wir uns riesig drauf. Das wird eine tolle Veranstaltung. Doch wir machen natürlich auch gleich weiter. Am Montag fahren wir nach Essen zum Treffen mit unseren nationalen Förderern. Auch mit Ihnen werden wir schauen, okay, was können wir in den nächsten Monaten noch gemeinsam machen? Was sind unsere Großveranstaltungen? Was können Sie vielleicht auch von uns lernen? Gut, ja. Und was steht denn sonst noch so an? Natürlich! In nicht mal 3 Wochen fahren wir ja, Steffi? Auf geht's nach Sachsen. Wir freuen uns, euch zur Geschäftsstellenversammlung in Chemnitz zu begrüßen. Für all die, die nicht dabei sein können, feiern könnt ihr nicht mit uns. Aber das große Plenum wird per Livestream übertragen. Was ist überhaupt in Westfalen los? Ja, Münster, mein persönliches Highlight. Münster wird der Austragungsort der Marketing Horizonte 2013 sein, vom 13. und 14. Juni an. Und da wird es um das Thema Mass Customization gehen. Wir wollen dort die Brücke schlagen zwischen der Individualisierung und der Standardisierung. Anmelden kann man sich jetzt schon ab dem 24.04. Sehr schön. Soweit zu den Veranstaltungen. Ich habe natürlich auch noch hier mein Herzstück, was ich euch gerne zeigen möchte. Ihr habt es wahrscheinlich sogar alle schon in den Händen gehalten. Der aktuelle Mehrwert zum Thema Generation Y ist seit März in den Geschäftsstellen erhältlich. Wenn ihr das Printmagazin noch nicht in den Händen gehalten habt und lesen konntet, online unter www.mtp-mehrwert.de ist das möglich. Auch hier laden wir euch ein, diskutiert mit und schickt uns Feedback. Darüber freuen wir uns immer. Ja, wo wir gerade beim Thema Publikationen sind, Steffi, da gab es doch noch eine Neuigkeit, oder? Ja, leider gibt es schlechte Nachrichten. Die Köln-Runde gibt es nicht mehr. Aber jetzt gibt es den VDI, Verband der Deutschen Studenteninitiativen. Und sie haben eine neue Ausgabe mit spannenden Beiträgen zu Themen Karriere und ehrenamtliches Engagement gestaltet. Lisa, hast du die Zeitung bei dir? Oh, sorry. Engagier dich. Ihr müsst mal darauf achten, sie liegen aktuell in allen Universitäten aus. Ja, wir freuen uns auf ein tolles Semester mit euch. Wir rocken das. Euer NV.